Herzlich willkommen in Wernigerode, der bunten Stadt am Harz. Und oh ja, sie hat definitiv sehr viel Verschiedenes zu bieten. Da sind die wundervollen Altstadthäuser im Fachwerkstil. Da ist aber auch das neugotische Wernigeröder Schloss hoch über der Stadt. Es gibt verschiedenste Museen und das wunderbare Rathaus, kleine Gassen und seltsame Häuser und natürlich die Schmalspurbahn. Auf dem Weg quer durch den Harz, auf schmaler Spur von Wernigerode nach Nordhausen, sind wir inzwischen im Bahnhof Eisfelder Talmühle angekommen. In diesem Trennungsbahnhof hält nicht nur schon seit 1898 die Harz-Querbahn, sondern er ist seit 1905 auch Start- und Zielbahnhof der Selketalbahn. Diese wurde damals noch Gernrode-Harzgerode-Eisenbahn genannt. Aber wie kam dieser wunderbare kleine Bahnhof zu seinem Namen? Schon im Jahre 1826 baute hier am Flüsschen Beere ein Karl-Heinz Ludwig Eisfeld eine Schrotmühle, die wenige Jahre später seinen Namen bekam und von da an Eisfelder Mühle genannt wurde. 1828 eröffnete er zusätzlich eine Branntweinschenke in der neuen Mühle. Allerdings lief der Verkauf von Branntwein nicht so wie gehofft. Und so wurde später dann eine Sägemühle gebaut. Viele Jahre später, nämlich erst 1867, bekam die Eisfelder Talmühle dann einen Posthalt. Aber erst mit der Eröffnung der neuen Bahnstrecke der Selketalbahn entstand hier 1905 das heutige wunderbare Bahngebäude. Ja, es wurde nicht mit der Eröffnung der Harz-Querbahn gebaut. Das Gasthaus, das aus der leider nicht so gut laufenden Branntweinschenke entstand, brannte im Jahre 1913 ab und ist damit leider nicht erhalten. Heute findet man allerdings im Bahnhofsgebäude ein kleines Restaurant mit leckeren Kuchen. Für knallharte Dampflok-Fans gibt es hier eine eher schlechte Nachricht. Denn leider sind sowohl auf der Strecke zwischen Wernigerode und Nordhausen als auch auf der Selketalbahn am ehesten Triebwagen anzutreffen. Allerdings gibt es durchaus ab und zu auch Dampfbetrieb hier zu beobachten. Und zum Beispiel von hier aus Richtung Wernigerode kann man am Nachmittag ganz gemütlich mit Dampflok reisen. Und wenn man etwas Glück hat, dann kann man hier sogar Schotterzüge beobachten, die im benachbarten Steinbruch Unterberg beladen werden. Diese werden von hier aus nach Nordhausen gebracht. Es ist im Moment der einzige Güterverkehr der Harzer Schmalspurbahnen. Und neben der Brohltalbahn und der Wangeroger Inselbahn damit eine der drei letzten Schmalspurbahnen in ganz Deutschland, die Güterverkehr hat. Wer im Sommer am späten Nachmittag hier ist, kann übrigens um 16:45 sogar eine Doppelausfahrt von zwei Zügen mit Dampflokomotiven erleben. Eine fährt nach Nordhausen und die andere nach Quedlinburg. Für uns geht es jetzt jedoch erstmal weiter Richtung Nordhausen. Dazu aber ein andermal mehr.